Hallo, WM 74, Kopf und Kapitän jener Mannschaft damals, Franz Beckenbauer, Weltmeister als Spieler, Weltmeister als Trainer, heute manchmal leidgeprüfter Präsident des FC Bayern München. Hast du dir die Rolle des Präsidenten so strapaziös vorgestellt? Ich denke schon. Na gut, das ist halt so die Entwicklung, die man macht oder auch nicht. Spieler, Trainer und dann Präsident. Ich denke, das sind drei unterschiedliche Positionen. Als Trainer hast du täglichen Einfluss auf die Mannschaft, auf deine körperliche Verfassung. Du kannst im Spiel was ändern, wenn es notwendig ist. Du kannst was provozieren. Als Trainer bist du für die Vorbereitung zuständig. Dann auf dem Platz hast du eigentlich wenig Einfluss. Gut, du kannst ein paar Spieler raus und rein und ein paar taktische Anweisungen geben. Ansonsten ist es doch relativ ruhig oder relativ wenig Einfluss. Als Präsident sitzt du auf der Tribüne und bist völlig machtlos. Ja, du musst dir anschauen, ein Jahr lang, was passiert. Du hast eigentlich keinen Einfluss, weil man auch nicht will, dass man in die sportlichen Belange eingreift. Man kann nur eines machen, gemeinsam mit dem Trainer seinen Kader zusammenzustellen. Das heißt, zu Beginn der Saison die Leute zu kaufen und zusammenzustellen, die er will. Und dann muss er ein Jahr lang mit denen arbeiten. Also das und der Präsident muss damit leben. Und der Präsident, der sitzt auf der Tribüne und muss sich dann das anschauen. Ja. 1974 hast du eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Aber bevor wir darauf zu sprechen kommen, wollen wir uns jetzt mal anschauen, was die Welt sonst noch bewegte in jener Zeit. ...1974. Freiheit für Portugal. Nach über 40 Jahren Diktatur putscht das Militär unter General Spinola und führt Portugal friedlich in die Demokratie. Die Revolution der Nelken. Machtwechsel auch in Washington. Nixon stürzt über Watergate. Der Präsident wollte noch mehr Macht mit kriminellen Mitteln. Nixon muss gehen. Und seine Nation verliert den Glauben an die Unschuld der Politiker. Auch in Deutschland muss ein Mächtiger gehen. Bundeskanzler Willy Brandt zieht die Konsequenz aus dem größten Spionagefall der deutschen Geschichte. Rücktritt. Seit Jahren hatte die Stasi einen Maulwurf im Kanzleramt. Was Brandt auch immer vertraulich und geheim zu Papier bringen ließ, Ostberlin las mit. Der Spion, über den der Kanzler stürzt, heißt Günther Guillaume, der persönliche Referent. Scheinbar SPD-Mann, in Wahrheit Stasi-Spitzel. Als der BND Verdacht schöpft, will Brandt davon nichts wissen. Erst im April 1974 wird der Maulwurf enttarnt. Es gibt Zeitabschnitte, da möchte man meinen, dass einem nichts erspart bleibe. Das Ende einer Kanzlerschaft. Ja, Franz, dass einem nichts erspart bleibt, das wirst du auch schon manchmal gedacht haben, oder? Ja, sicherlich. Ich meine, das kommt im Leben vor, das kommt im fußballerischen Leben vor. Es gibt so Situationen, wo man denkt, Mensch, was hast du da wieder gemacht oder was hast du da wieder angestellt, weil das Schicksal im Moment es dir nicht sehr gut meint. Das gilt sicher auch für das Spiel gegen die DDR, damals im Juni 1974, das dritte Spiel der ersten Finalrunde.
dann denkst du nicht so sehr gern zurück, ne? Ja doch, vielleicht im Nachhinein kann man vielleicht sagen, es war ein Glücksfall, dass wir die DDR erwischt haben, die uns geschlagen haben. Dann sind wir Zweiter in der Gruppe geworden, denn wir haben eigentlich erst dann nach diesem Spiel, da haben wir uns dann zusammengesetzt, zusammengerauft. Das war eine sehr lange Nacht, wo sehr viel Bier getrunken wurde. Wir haben unseren Ärger runtergespült, natürlich auch zum Ärger von Helmut Schön, der uns einige Male aufgefordert hat, ins Bett zu gehen. Aber wir waren damals eine Truppe, die auf niemanden gehört hat, die erfahren war, die zwar wohl erzogen war, aber den Teufel mehr oder weniger ins Auge spucken konnte mit diesen erfahrenen Spielern. Wir haben also dann weitergemacht, jeder hat noch ein paar Zigarren geraucht und es war eine feuchtfröhliche Nacht, eigentlich gar kein Anlass. Aber und dann, denke ich, ist die Mannschaft zusammengewachsen, dann ist sie zusammengereift und das war ja am Anfang nicht der Fall. Das war ja in der Vorbereitung ein völliges Durcheinander. Wir wollen gleich noch etwas näher darauf zu sprechen kommen. Jetzt lassen wir noch mal die Eröffnungsfeier auferstehen und auch die Gegner, die uns dann vorgesetzt worden. 62.000 Zuschauer im Frankfurter Waldstadion erlebten eine eher biedere Eröffnungsfeier dieser 10. Fußball-Weltmeisterschaft. Musikalisch umrahmt von der Big Band der Bundeswehr präsentierten sich die 16 teilnehmenden Nationen zunächst geheimnisvoll in überdimensionalen Fußbällen, halbiert wie Pampelmusen. Das versprach Spannung. Zum Vorschein kam Folklore. Zur Erinnerung zeigen wir noch einmal, gegen wen und mit welchem Ergebnis die deutsche Mannschaft antrat, um schließlich Weltmeister zu werden. Mit Spannung wartete man auf das letzte Spiel der ersten Finalrunde in Hamburg. Auf das deutsch-deutsche Duell. Deutschlandlied kontra Becherhymne. Ja, die Becherhymne hatte dich ja schon aller Orten beschäftigt, nicht erst jetzt, ne? Ja, gut, wir kannten die Hymne der DDR, obwohl wir eigentlich noch nie gegen sie gespielt haben, mit Ausnahme bei dieser Weltmeisterschaft, aber vorher schon, wenn wir im Ostblock, damals war es ja noch der Ostblock, wenn wir unterwegs waren und dann wurden ja bei den Länderspielen die Nationalhymnen gespielt und da ist es einige Male vorgekommen, dass der Gastgeber dann die DDR-Nationalhymne gespielt hat, weil sie vielleicht nichts anderes kannten. Habt ihr das Gefühl gehabt, die DDR-Spieler begegnen euch mit Respekt? Das waren ja sogenannte Amateure, also Staatsamateure. Oder hattet ihr überhaupt Kontakt? Habt ihr mit denen geredet? Ja, schon ein bisschen, weil sie natürlich die gleiche Sprache sprachen. Aber der Kontakt, wie man es üblicherweise hat, wenn beide Parteien die gleiche Sprache sprechen, mit Sicherheit nicht. Also sagen wir mal jetzt die Österreicher oder die Schweizer, die ja genau auch, die auch Deutsch sprechen. Also mit denen hat man dann natürlich eine ganz andere Verbindung und eine ganz andere Konversation. Also mit denen, mit den damaligen DDRlern, die waren also sehr reserviert und waren also sehr, also ich würde sagen, nicht ansprechbar. Ja. Mit Ausnahme bei der Platzwahl mit dem Brandsch, glaube ich, der war der Kapitän, da habe ich dann ein paar Worte gewechselt. Aber ansonsten war doch mehr oder weniger Funkstille. Eisiges Schweigen, ne? Wenn wir die Mannschaften jetzt noch mal vorstellen, bin ich gespannt, wie viele auch unsere Zuschauer die Namen noch präsent haben. Schauen wir uns das mal an. Also da haben wir den bereits erwähnten Branch, dann Torwart Kreu, dann kommt Sparwasser, der uns sehr gut im Gedächtnis ist, Kreische, Irmscher, Kiesche, Korpiowald, Lauk, Wetzlich, Weise und Hoffmann. So, und der Gegner setzte sich zusammen aus Hoeneß, so sah Uli damals aus, Paul Breitner, Vogts, Drabowski,
Hoferath, Gerd Müller, Flohe, Schwarzenbeck, Kullmann, Meyer und der Kapitän Franz Beckenbauer. Ruhe ist die erste Genossenpflicht, signalisiert Trainer Georg Buschner auf der DDR-Bank. Denn die favorisierten Bundesliga-Profis schienen zunächst tatsächlich auf der Siegerstraße zu marschieren. Doch Jürgen Grabowski, der erfolgreiche Joker dieser WM, stach diesmal nicht. Mit zunehmendem Spielverlauf stellte sich heraus, dass die Beckenbauer und Co. zwar technisch besser wirkten, dass diese Vorzüge dennoch nicht ausreichten, um einen Gegner, der seine Angriffe mit durchschaubarer Präzision aufbaute, wirklich auszuspielen, geschweige denn zu schlagen. Im Gegenteil, man bot beträchtliche Lücken in der eigenen Abwehr. Die bundesdeutschen Kicker konnten deshalb sogar über das 0:0 bis zur Pause froh sein. Doch dann kam die 79. Minute, zu hören in einer Originalreportage. Wirft auf Hammer. Der Auswechselspieler von Vorwärts aus Berlin hat die Mittellinie überdribbelt. Sieht sich jetzt Beckenbauer gegenüber, zieht es vor, steil zu spielen auf Sparwasser. Schöne Aktion, Schussmöglichkeit und Tor! Der Magdeburger nimmt den Ball auf, zieht an Kullmann, Vogts und Beckenbauer vorbei und lässt Sepp Maier keine Chance. In der 79. Minute führt die DDR mit 1:0. Bei diesem 1:0 aus DDR-Sicht blieb es dann bekanntermaßen. Daran änderte auch der danach eingewechselte Günther Netzer nichts mehr. Es war unbegreiflich, dass das Team von Helmut Schön offensichtlich darauf verzichtete, den freien Raum auf den Angriffsflügeln zu nutzen. So kam die DDR zu ihrem größten Triumph. Die Elf von DDR-Trainer Buschner wirkte nicht nur kämpferischer, sondern auch taktisch intelligenter. Diese Niederlage brachte jedoch den Umschwung. Denn die Bundesliga-Profis spürten gerade noch rechtzeitig, dass Fußball mehr war als die Kunst, mit Fußball möglichst viel Geld zu machen. Kapitän Franz Beckenbauer verteilte intern verbale Prügel und die bewirkten, so sagt man, mehr als die Kritik des Bundestrainers. Das kriegen wir schon hin, nicht? Das ist ganz klar. Und das ist ja vor allen Dingen ist ja eins, dass man sich jetzt noch sagen will, nach wie vor haben wir ja unsere Chance. Es ist ja nicht gestern nichts außer dem Prestige und gewissen moralischen Dingen. Ist ja sonst nichts verloren gegangen. Wir wollten Gruppensieger werden, gar kein Zweifel. Ist auch nichts manipuliert oder dass man sagt, das gibt's nicht. Dafür gibt's kein Alibi suchen. Es gibt auch nichts auf den Schiedsrichter zu schimpfen, der zwar kein Weltklassemann war, aber das gibt's auch nicht. Der Gegner hat auch nicht unsauberer gespielt. Oder als in den anderen Spielen. Das kann man auch nicht sagen. Also hier suchen wir mal ganz schön die Schuld bei uns. Die größte WM-Zeitung des Kontinents mit der größten Sportredaktion des Kontinents hat vorgestern den, wie man nun weiß, größten Irrtum des Kontinents gedruckt. Aber heute erfuhren die Leser den Trost, noch ist Deutschland nicht verloren. In der Tat, wenn die Elf der Bundesrepublik 0:1 gegen die Elf der DDR verliert, ist Deutschland wirklich nicht verloren. Merkwürdige Beobachtung, während in einigen Zeitungen bei uns das Spiel von vorgestern Abend fast zu einer nationalen Katastrophe hochstilisiert wurde, gibt es drüben in den Zeitungen kein offizielles Triumphgeschrei. Die Blätter berichten über den Sieg ihrer Mannschaft sachlich, zurückhaltend und sportbezogen. Ja, also auf Niederlage, Franz, habt ihr mit Sicherheit nicht gespielt. Was war denn los in der Mannschaft? Ich denke, das hatte auch mit der ganzen Vorbereitung zu tun. Es war einfach, man hat es nicht geschafft, aus diesem Haufen von 22 Spielern im positiven Sinne eine Einheit zu schaffen. Es war viel zu viel Unruhe. Die Vorbereitung war in Malente.
die mittlerweile ausgebaut wurde, aber damals auch recht klein war. Es war also alles, ja, so eine typische Sportschule damals. Und wir waren erfahrene Profis. Wir wollten einmal raus. Es war nicht möglich, weil es war damals die Zeit des Terrorismus. Bader Meinhof ging im Lande spazieren. Ihr wart richtig kaserniert. Und hat Unwesen getrieben. Wir waren kaserniert. Wir wurden bewacht rund um die Uhr mit polizeilichem Schutz. Das heißt, wenn man gute Freunde hatte bei der Polizei, die haben uns dann einige Male hinausgelassen, hattest um frische welche? Luft zu schnappen. Hattest du, ja? Sehr zu unserem Vergnügen natürlich. Also wir hatten da schon manchmal hin und wieder unsere Abwechslung, aber halt einfach nicht genug. Und das war sicherlich mit der Grund. Die Stimmung wurde immer depressiver und wir konnten es eigentlich gar nicht erwarten, bis es losging. Und dann kam vorher noch der Prämienstreit. Also es war eigentlich sehr viel Durcheinander, viel Unorganisiertes, nichts Vorbereitetes. Also und so haben wir auch gespielt. Man hat die Szene gesehen da von der DDR, wie der Jürgen Sparwasser das Tor macht. Das ist ein klassischer Fall von Unkonzentriertheit. Das waren vier Mann, also drei Feldspieler plus Torhüter, können einen Gegenspieler nicht stoppen, weil sich ja jeder auf den anderen verlässt. Also man war nicht konzentriert und diese Konzentration kam eigentlich erst dann, als wir merkten, hoppla, mit dieser reduzierten Einstellung können wir nichts gewinnen. Wir sind ja angetreten, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Aber mit dieser Verfassung und mit dieser Form hatten wir keine Chance. Deswegen war diese Niederlage eigentlich kaum zur rechten Zeit. Die war sehr heilsam. Ja. Und wir wollten den Helmut Schön natürlich eine Freude tun, gegen die DDR zu gewinnen, denn er war ja Sachse. Aus Dresden, ja. Und was mir noch aufgefallen ist jetzt bei diesen Bildern, es war eine Handvoll Journalisten da, wenn man heute denkt, was für ein Journalistenangebot da ist, vielleicht 400-500 Journalisten, ja. 30 Kameras. Also so haben sich die Zeiten geändert. Und Helmut Schön in seiner vornehmen, zurückhaltenden Art, wir haben ihn ja geliebt, er war ja unser bester Freund und unser Vater. Wir wollten ihm den Gefallen tun, aber leider waren wir da zu diesem Zeitpunkt noch ein bisschen zu schwach. Hast du denn danach wirklich auf den Putz gehauen und die Mannschaft beeinflusst, also die Mannschaftsaufstellung, und hast da was geändert? Ich denke schon. Gerd Müller war ja so immer mein Ratgeber. Wir beide haben ja immer uns auch ausgetauscht und wir waren ja Zimmerkollegen, wir waren ja da sehr viel zusammen, Tag und Nacht, und wir haben also gesagt, wir müssen etwas tun. Und dann ist was passiert. Helmut Schön, der hat mich nie zu einer Pressekonferenz mitgenommen. Die paar Hanseln, die da waren, mit denen ist er leicht fertig geworden. Jetzt braucht er Rückendeck. Und dann hat sie mir gesagt, du, pass auf, gehst du mit zur Pressekonferenz? Sag ich, ja schön, wenn Sie meinen, gehe ich mit. Ja, für mich war das natürlich auch eine ungewohnte Situation. Und naja gut, ich habe noch nie mit meiner Meinung zurückgehalten. Und das war halt dann, da habe ich die unbequemen Fragen der Journalisten mitbekommen. Ich war dann auch ein bisschen aggressiv, habe mich ein bisschen provozieren lassen. Ja, und dann ist es halt aus mir herausgebrochen. Und ich denke, das war, aber es ist falsch, wenn man sagt, ich war derjenige, der da am maßgeblich daran beteiligt hat. Das hat alles Helmut Schön gemacht. Er hat es geschickt gemacht. Er hat mich mitgenommen. Das hat er schon einbezogen, nehme ich an. Er hat mich einbezogen und er hat es bewusst gemacht. Und ich denke, wir haben den Karren gemeinsam, nicht nur Helmut Schön und ich, sondern alle zusammen den Karren wieder aus dem Dreck gezogen. Du hörst und siehst jetzt zwei junge Männer. Der eine, Wolfram Esser, kommentiert. Und der andere, na schauen wir mal, würdest du sagen. Ja. Jetzt noch einmal ganz kurz die wichtigsten Stationen bis hin ins Finale nach München. Da war zunächst Jugoslawien. Die noch ungeschlagenen Jugoslawen hatten in Düsseldorf einen angeschlagenen Gegner vor sich. Die deutsche Nationalmannschaft nach der Niederlage gegen die DDR, nach der dritten enttäuschenden Leistung im Weltmeisterschaftsturnier, nach einer Standpauke im Trainingslager, nach einer Pressekonferenz der Selbstkritik. Logisch, dass wir am Tag nach dem Spiel alle doch ein bisschen deprimiert waren, denn wir wollten ganz klar dieses Spiel nicht verlieren. Und die Mannschaft und ich wissen auch genau um die Fehler, die gemacht worden sind. Wir hoffen, dass wir aus diesen Fehlern gelernt haben und es morgen besser machen. Ich meine, der Bundestrainer hat ja Konsequenzen angekündigt. Er wird sicher, ich weiß es nicht, sicher einige andere Spieler bringen. Und die dann ausgewechselt werden, die haben sich das also dann selbst zuzuschreiben. Ja, denn ich glaube, gerade bei einer Weltmeisterschaft, wo es doch um so viel geht, wenn ich da nicht in der Lage bin, hundertprozentig, gut, es kann jeder schlecht spielen. Ja, jeder hat einmal das Recht, schlecht zu spielen. Aber dann kann er sich wenigstens 90 Minuten lang einsetzen. Die Worte von Kapitän Beckenbauer wurden beherzigt. Die Jugoslawen trafen auf eine kämpfende deutsche Mannschaft. Vorbild Berti Vogts gegen Djajic. 4 neue Spieler in der Mannschaft. Wimmer, Bonhoff, Hölzenbein und Herzog.
Wer in Hamburg zu wenig getan hatte, fand sich in Düsseldorf auf der Reservebank wieder. Jürgen Grabowski fehlte sogar hier. Der Kapitän sorgte auch auf dem Rasen für die Moral. Pass zu Wimmer. Paul Breitners Tor. Der erste große Schritt zum Endspiel. Von diesen Zuschauern war die Mannschaft mit aufgerichtet worden. In Düsseldorf half das Publikum siegen. Hoeneß durfte wiederkommen, weil Herbert Wimmer verletzt wurde. Freistoß Overath. Uli Hoeneß nach seiner Besinnungspause. Er gab die entscheidende Vorlage zum Sieg. Müller. Overaths schneller Pass, Hoeneß Kraft und Tempo, ein Müller-Tor. Die Schweden, helle Hemden, gingen in Führung. Schwarzenbecks verunglückte Abwehr, Edström. Ralf Edström, Schütze eines der schönsten Tore dieser Weltmeisterschaft. Das Düsseldorfer Publikum blieb erst recht Rückhalt. Kämpferischer Einsatz wie gegen Jugoslawien, kein Ermüden trotz strömenden Regens. Die deutsche Mannschaft auf dem Wege, doch zu siegen. Uli Hoeneß. Müller immer anspielbar. Overath. Das erste von drei Toren in knapp 4 Minuten. Berti Vogts mit Hoeneß. Wieder Müller anspielbar. Bonhoff. 2:1 nach 52 Minuten. Fast wie beim Billard. Ein Zweibänder. Dann der Deckungsfehler durch Edströms Sturz im Strafraum. Sandberg frei. 2:2. Edström wurde gefeiert. Sein Ausrutscher hatte Sandberg freigestellt. Hier. Jürgen Grabowski durfte wiederkommen. In Endspielbesetzung wurde der Sieg über die spielerisch und kämpferisch starken Schweden erzwungen. Hoeneß, sein Anspielpunkt Müller, Hölzenbein, Grabowski. Müller-Tor gegen Schweden, aber Müller hatte jedes Mal die Gegner gebunden, sodass andere frei kamen. Holland schaffte kein Tor gegen die Schweden. Hier bahnte sich das vierte deutsche Tor an. Müllers linker Fuß war blockiert worden. 11 Meter. Uli Hoeneß, damals der Mann für die Strafstöße. 4:2. Die Düsseldorfer Spieler hatten den Platz unter den letzten 4 Mannschaften gesichert. Bis zum Endspiel musste noch ein Punkt gegen Polen gewonnen werden, galt es auch, diese Widrigkeiten zu meistern. Wolkenbrüche über Frankfurt, ein Platz ohne geeignete Drainage, da gab es nicht mal eine Plane, um den Rasen zu schützen, aber viele hilfreiche Hände. Anpfiff nach 30 Minuten Verspätung.
Nach glücklichen 45 Minuten für die deutsche Mannschaft gab wieder die athletische Überlegenheit den Ausschlag. Hölzenbein. Elfmeter. Die Zeitlupe beweist, Hölzenbein, der Jet von Frankfurt, so genannt wegen seiner Strafraumflüge, war tatsächlich gelegt worden. Durch Smuda. Wieder Hoeneß. An Tomaszewski war schon der englische Fußball gescheitert. Diese deutsche Mannschaft konnte nichts mehr aus ihrem Gleichgewicht bringen. Trotz der Bodenverhältnisse wurde das Mittelfeld zielbewusst überbrückt. Beckenbauer, Hölzenbein und Bonhoff, Gerd Müller, Gerd Müller so frei, weil die polnische Abseitsfalle versagt hatte. Das 1:0 reichte zum Endspiel, zumal im deutschen Tor ein konzentrierter Sepp Maier gestanden hatte, der sein bestes Spiel bis dato lieferte. In einer Mannschaft ohne Egoismus, diszipliniert, die kämpferisch allen überlegen war. Und gegen einen sehr starken Gegner damals. Die Polen waren unglaublich gut besetzt. Ne? Die Polen waren eine der besten Mannschaften bei dieser Weltmeisterschaft. Sie sind ja dann, glaube ich, auch Dritter geworden. Mhm. Sie haben sich dann um den dritten Platz haben sie gespielt und auch, glaube ich, Brasilien geschlagen. Sie hatten eine tolle Mannschaft und ich denke, das wäre sicher eines der besten Spiele geworden bei dieser Weltmeisterschaft. Wenn der Boden einigermaßen normal gewesen wäre, war er praktisch unspielbar. Haben viele nachher gesagt, man hätte gar nicht anpfeifen dürfen. Ja, das war auch, man hat gedrängt, das Fernsehen ist drauf, das wurde also weltweit übertragen und man hat also dann versucht, das notdürftig noch ein bisschen zu reparieren, das Wasser abzuschöpfen, das ist nicht gelungen. Die eine Hälfte war praktisch 45 Minuten lang total unter Wasser, bei der anderen Hälfte war es ein bisschen besser, aber es war irregulär, der Ball ist nicht gelaufen. Deswegen, trotzdem war es unter diesen widrigen Umständen ein hochklassiges Spiel. Deine Gardinenpredigt hatte also geholfen. Man sah, da war ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Ne? Ja, das sicherlich. Das war dann eine Gemeinschaftsaktion. Viel geholfen hat uns auch der Ortswechsel, dass wir so raus sind aus diesem engen Stall damals und anders umgezogen sind in einen anderen Stall, aber halt einfach andere Luft, andere Leute, andere Umgebung. Tapetenwechsel. Das hat uns schon etwas gebracht. Und eben auch die Nacht nach dem DDR-Spiel, wo wir also wirklich da uns, da sind wir eigentlich zu eine Einheit geworden und so haben wir dann eigentlich gespielt und ich denke, wir haben sehr schwach begonnen und haben uns dann Schritt für Schritt gesteigert, sodass wir dann im Endspiel auf Holland, denke ich, in einer Verfassung waren, die den Holländern durchaus ebenbürtig war. Da kommen wir gleich hin. Helmut Schön kommt auch noch mal zu Wort. Ich wollte auch dich fragen, es ist ja viel spekuliert worden, welche Mannschaft war die bessere, die von 72, die Europameisterschaftself oder diese hier von 74? Ich denke, es ist ja fast identisch. Vielleicht mit einer einzigen Ausnahme, Overath hat 74 gespielt, Günter Netzer war der Spielmacher 72. Ich denke, dass die 72er so der Grundstein war für die späteren Erfolge. Ich denke, beide Mannschaften sind gleich stark. Ich würde vielleicht sagen, die 74er war vielleicht ein bisschen stabiler, weil der Gegner auch stärker war. Mhm. Bei der Europameisterschaft 72 hatten wir, damals haben wir nur vier Mannschaften gespielt, da hat man zuerst gegen Belgien und dann gegen die Russen, die also nicht zur allerersten Garnitur in Europa gehörten, haben wir eigentlich relativ klar gewonnen. Gut, wir waren die Mannschaft damals, die zum ersten Mal im Wembley gewonnen haben gegen eine englische Mannschaft, also einen historischen Stein gesetzt haben. Aber ich denke, es ist nicht viel Unterschied. Wenn man vielleicht Kleinigkeiten vergleichen möchte, dann würde ich sagen, dass die 74 vielleicht ein bisschen stabiler war. 72 wurde vielleicht besser Fußball gespielt. Jetzt hören wir dazu Helmut Schön und dann schauen wir uns mal die Höhepunkte des Finales an gegen die Niederlande mit dem Kommentar von Rudi Michel. Ja, ich glaube, dass die Mannschaften unterschiedlich sind, obwohl sie namenmäßig fast noch identisch sind. Die Mannschaft von 1972 hat meiner Meinung nach einen etwas leichteren Weg gehabt, wenn man von dem Spiel gegen England oder von den Spielen gegen England absieht. Sie war vielleicht etwas geschliffener in ihrer Spielweise, aber die Mannschaft von heute ist in kämpferischer Beziehung stärker. Nachdem wir so verschiedene Überschriften in deutschen und ausländischen Zeitungen gelesen haben, haben wir ja überhaupt nichts mehr zu verlieren.
Und deswegen werden wir versuchen, unser Bestes zu geben. Denn holländische Mannschaft ist ja Gott sei Dank großer Favorit. Und dann begann das Shootout Beckenbauer kontra Cruyff. Beifall der fast 80.000. Natürlich knisternde Spannung. Das Spiel ist eröffnet. Reichsbergen, der Vorstopper, und Hahn, der Libero. Und schon kommt Johann Cruyff. Tatsächlich steht bei ihm Bertie Vogts. Reichsbergen, Kohl und Renzenbrink. Cruyff gegen Vogts. Cruyff am Ball und Freistoß oder Elfmeter. Jawohl. Es war innerhalb des Strafraums dieses Vergehen. Nach einer Minute, nach 60 Sekunden Strafstoßentscheidung für die Niederlande. Und Neeskens, der schon zwei Elfmeter für seine Mannschaft in diesem Turnier verwandelt hat, läuft an. Nichts zu machen für Meier. Harter, klarer Spannstoß. Nun ist also die Frage, wie sich die deutsche Mannschaft von diesem unerwartet großen Schock erholt. Hoeneß. Van Hanegem geht mit ihm. Und Hahn, der Libero. Neeskens, wo Neeskens ist, ist auch Bonhof. Beckenbauer, Overath. Hölzenbein. Breitner ist mitgegangen. Elfmeter! Die Szene noch einmal, Hölzenbein, Reichsbergen, schauen Sie hin, meine Damen und Herren, Breitner die Nerven hat, diese Aufgabe zu übernehmen, beim Stande von 0:1, in der 24. Minute müssen wir das auch können. Tor! Nun wissen beide Mannschaften um die Spielleitung von Schiedsrichter Taylor, dass er im Strafraum genauso korrekt pfeift wie außerhalb. Müller, Fuchs,
Elsenbein, wieder Fuchs, Fuchs. Ruhig. Nicht gefault. Hoeneß von Hölzenbein eingesetzt. Müller, Breitner. Dann weiter, Vorteil, sagt der Schiedsrichter. Grabowski. Grabowski. Hölzenbein. Hölzenbein, Grabowski natürlich, viel selbstbewusster als in den ersten 20 Minuten. Hoeneß läuft an, Beckenbauer. Großartiges Täuschungsmanöver, herrliche Parade. Grabowski. Overath. Janssen, Neeskens, der Sonderbeifall hier im Stadion gilt Berti Vogts. Hoeneß, Grabowski. Ah! Overath, Hölzenbein und Eckball. Hoeneß, Breitner, Abseits. Nein, kein Abseits. Der Linienrichter hat es angezeigt. Schiedsrichter Taylor war anderer Meinung. Hölzenbein. Klares Foul von Neeskens. Es wird wieder eine Karte geben. Grabowski. Wohnhof. Das geht noch mal ins Auge. Diese vielen Querpässe, diese Querpassagen übers Feld. Das haben die deutschen Spieler jetzt erkannt. Sürbier. Ja, Grabowski spielt auf. Bohnhof. Müller. Und 2-1. Da. Tore, die Müller macht, die eigentlich nur
Gerd Müller machen, weil er die kürzesten Reflexe hat. Selbst wenn der Ball beim ersten Mal vom Fuß springt, er setzt sofort nach. Das war die 44. Minute. Freistoß für die deutsche Mannschaft. Normale Spielzeit ist vorbei. Fotografen scharen sich schon um Helmut Schön. Aber noch ist das Spiel nicht aus. Doch, jetzt! Die Mannschaft der Bundesrepublik Deutschland ist Fußball-Weltmeister 1974. Oh, hat das Kraft gekostet, meine hat das Nerven gekostet. Meine Damen und Herren, bitte gehen Sie nicht auf das Spielfeld. Ein Sieg, der erkämpft, erarbeitet, erzittert werden musste gegen eine hervorragende Mannschaft der Niederlande, die gezeigt hat, dass sie mit Recht im Finale stand, ein würdiger Endspielgegner war, ein großer Gegner. So, meine Damen und Herren, Sir Stanley Rouse wird den neuen FIFA World Cup an den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland, Walter Scheel, übergeben. Und der Bundespräsident wird nachdem der Bundeskanzler im Hintergrund die Gratulation an die deutschen Spieler übermittelt, Bundeskanzler Helmut Schmidt, den Pokal an Franz Beckenbauer übergeben. Ja, mir hat gefallen, dass du eben gesagt hast, da waren Kerle auf dem Platz während des Spiels. Ja, ja, das waren so halbe Revoluzzer. Das waren erfahrene Leute, die in ihren Vereinen eine dominierende Rolle gespielt haben. Die meisten waren Kapitäne, also Führungspersönlichkeiten. Und das hat man dann später gemerkt. Es war dann eine Einheit nach dem, es ist eigentlich aus einem zerstrittenen Haufen, ist es Helmut Schön und den Verantwortlichen gelungen, eine Einheit werden zu lassen oder entstehen zu lassen, die dann letztlich stark genug war, um die Weltmeisterschaft zu gewinnen. Da war die Stimmung riesig, wie wir eben gesehen haben. Danach, beim Bankett, wurde sie etwas getrübt. Was ist da passiert? Naja gut, wir waren dann, das Spiel war zu Ende und mit Interviews und man hat sich Zeit gelassen. Wir waren dann in diesem sogenannten Entmüdungsbecken, das sehr warm war, um die Muskeln wieder zu lockern und haben dann natürlich eine Flasche Champagner nach der anderen getrunken. Wir haben dann auch noch unsere Davidoff-Zigarren geraucht. Jetzt kannst du dir vorstellen, unter welcher Verfassung wir zu diesem Bankett kamen. Und dann sahen wir unsere Frauen, die an und für sich ein anderes Programm hatten, also für dieses Paket nicht zugelassen waren. Da habe ich gesagt zu dem Oberkellner, passt auf, macht einen Tisch für die Frauen, die bleiben bei uns, ohne die Verantwortlichen zu informieren, weil ich auch schon ein bisschen was in der Krone hatte und das also eigenmächtig gehandelt habe. Und na gut, die kannten mich ja da, im Hilton war das hier in München und die haben dann einen Tisch in diesem Bankett, der Platz war ja genug da. Ja, und die haben die dann hingestellt und die Frauen waren gerade dabei einzutreten. Naja, und dann kam das aus vom DFB, die haben gesagt, das geht nicht, das ist also nicht im Programm, die Frauen haben da nichts zu suchen. Daraufhin waren natürlich wir etwas sauer, wir sind zwar geblieben, aber es war schade, weil das war der Punkt, wo wir dann wieder eigentlich zurückgefallen sind wie vor der Weltmeisterschaft. Mhm. Wir waren dann wieder ein Haufen, der auseinanderging. Das war schade. Wir haben zum Beispiel den Abend nicht mehr gemeinsam verbracht. Es ist ja jeder in eine andere Disco gegangen. So haben wir dann die Weltmeisterschaft gefeiert. Also es war ein Saustall gewissermaßen, wobei der DFB da nicht ganz unschuldig war. Er hat sich einfach nicht flexibel und großzügig genug gezeigt, diese Räumlichkeiten zu nutzen und die Frauen da mit einer großzügigen Geste einzuladen. Das war dann auch der Punkt, wo Gerd Müller und Wolfgang Overath und Jürgen Grabowski dann auch spontan den Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärt hat und damit war diese Ära zu Ende. Schade.
Ja. Franz, das war ganz prima. Herzlichen Dank, dass du da warst. Übernächste Woche geht's um Argentinien 78. Dann treffen wir hier Hansi Müller, der dort eine ziemlich dominierende Rolle gespielt hat. Interessantes hat zusammengetragen mein Kollege Rainer Deike. Der gibt uns jetzt gleich einen Vorgeschmack. Das, was wir heute gesehen haben, der Autor von heute war Hans Henn und die Bildregie im Studio hatte Norbert Geis. Alles Gute für dich. Danke. Auf bald. Ebenfalls. Ciao. Ja, danke. Die deutsche Pleite gegen Österreich war eine Facette der Weltmeisterschaft 1978 in Argentinien, in einem Land, in dem zu jener Zeit eine Militärdiktatur herrschte. Aber die Fußballbegeisterung verdrängte für einige Wochen die Gedanken an die politische Situation. César Luis Menotti war der Trainer der WM. Zwischen dem Rio Mendoza in den Anden und dem Rio de la Plata redeten alle nur noch von ihm, von Luque, Passarella und Kempes. Zehntausende feierten die argentinischen Erfolge nachts auf den Straßen. Ein Siegerlied war schon vor dem Mundial komponiert worden. Die Niederlande qualifizierten sich wieder für das Finale nach dem 2:2 gegen Deutschland sowie Erfolgen über Österreich und Italien in der Zwischenrunde. Doch das Endspiel gewann Argentinien mit 3:1 nach Verlängerung. Mario Alberto Kempes war einer der neuen Nationalhelden, ebenso wie César Luis Menotti. Mehr über diese WM in 14 Tagen um 14:30 Uhr.